Heute dokumentieren wir eine Stunde Krav Maga. Kommt mit! Wir fangen jetzt gleich schon mal an mit einem ganz witzigen Spiel. Man darf quasi nicht getroffen werden. Das ist so dafür da, dass man seine Hände in dieser Defense-Haltung hält. Also ist alles im Bereich des Warm-ups. Da wird man schön warm. Wenn man getroffen wird, macht man gleich ein paar Liegestütze. Also es geht gleich mal zur Sache. Jetzt gehen sie in die Technik etwas detaillierter. 360-Defense. Das ist eine Übung für die 360-Grad-Defense. Aha. Genau, also alles, was von außen kommt, zum Abwehren von Schlägen, die von außen kommen. Also ihr habt es gehört, das ist eine Basisübung im Krav Maga, diese 360-360-Grad-Defense, dass man hier quasi sowohl Schläge als auch eventuell Waffenangriffe von sich abwehren kann. Jetzt geht es gleich ein bisschen dynamischer zur Sache, mit Kniestoß. Auf Kommando, wieder wird dann durchgepowert. Komm, schneller! Okay, nochmal eine Runde. Kommt, Leute! Da kommt jetzt hier drauf. Okay, und dann bin ich weg. Was macht ihr jetzt mit der Pratze? Vorne, ich bin hier. Da kommt er hier. Trainer Schein zeigt quasi wirklich die Techniken so, dass sie auch funktionieren. Er kommt selbst wirklich aus dem Straßengeschehen, hat viele Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet, hat also schon sehr viel Kämpfe live erlebt, hat über 20 Jahre Kampfsporterfahrung, hat den schwarzen Gurt im Kickboxen, hat Jiu-Jitsu-Erfahrungen, hat also sämtliche Erfahrungen im Bereich Straßenkampf, Sportwettkampf, Kampfsport und hat eine Krav Maga Full Instructor Ausbildung. Also der Typ ist eine Waffe, weiß, was er zeigt und weiß, was er euch zeigen kann. Dieses Covering, was wir jetzt machen, das ist bei einer Waffe ungünstig. Wenn ich jetzt vorstelle, das Messer, dann ich diese Reifung auf das Ding in den Kopf stecken. Okay? Ich bleibe aber nicht stehen, sondern ich muss dann in den Mann reingehen. Das ist entscheidend. Also er kommt erst, dann bin ich hier drinnen. Ich muss ihn gleich auch nicht verpassen, weil ansonsten kann es weitergehen. Also er kommt hier. Hier. Als nächstes kommt der Kick hier in den Unterleib rein. Nochmal hier. Dann hier. Dann hier oben arbeiten. Okay, also nochmal. Komm. Hier rein. Hier. Direkt rein. Unten rein. Hier festhalten. Okay? Das ist die ganze Übung. Kommt auf, zusammengehen. Go! Aufstehen, aufstehen! Go! Oh! Oh! Ist da, das ist neu vorbei. Das war's jetzt. Dann nur auf das Messer dann. Ja, okay. 10 Liegestützen. Von 20. Okay, auf zu lassen für den. Alles klar, okay, dann so. Max voll motiviert. Es hält fit. Ihr kommt auch gut ins Schwitzen, ne? Ja, ja, jedes Mal unbedingt. Also es hält echt fit dadurch, muss man sagen. Ja. Ich bin jetzt seit einem Monat ungefähr dabei. Auch die Selbstverteidigung wichtig? Ja, absolut. Und das ist halt, was da so trainiert wird, vor allem das, was man draußen wirklich braucht. Ja. Und nicht nur das. Die Kampfkunst, sondern auch diese realistische Selbstverteidigung. Oh ja, also ich war jetzt also das zweite Mal da. Was gefällt dir so am Krav Maga Training besonders? Also die Aufwärmübung gefällt mir besonders. Ich finde, ich weiß nicht, es macht total Spaß, auch diese realistischen Situationen so nachzuahmen. Du bist voll dabei. Wir sind wirklich froh, dich hier als Trainer zu haben. Wie ist es? Können auch Anfänger hier in den Kurs einfach so jederzeit starten oder gibt es da gewisse Termine? Nee, natürlich. Im Moment also gar nicht. Ganz normal kann jeder jederzeit einsteigen. Wir machen immer die Basics durch, machen auch fortgeschrittene Sachen. Es wiederholt sich immer wieder. Also ist immer sehr umfangreich, aber wie gesagt, ist jetzt kein Problem, wenn da ein ganz neuer dazukommt. Oder auch gar nichts gemacht hat in der Richtung oder so. Ist auch überhaupt kein Problem. Wir führen die Leute alle ganz langsam dahin.
kein Thema. Also ihr habt es mitbekommen, Leute, auch ohne Vorkenntnisse jederzeit der Start möglich. Einfach kurze E-Mail schreiben und ein Probetraining arrangieren. Und Shine und das ganze Team, wir helfen euch. Bis dahin.